Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost Ark. Wir sind zurück und ich habe eine kleine Überraschung. Ich habe ja ab und zu mal gefragt, na, wo kommt denn dieses Ei her als Begleiter? Ich habe es jetzt auch und zwar, es kommt von Amazon Prime. Ich habe mich auch mit meinem Konto angemeldet und ja, logischerweise kriegt man auch mal wieder was. Und zwar kriegen wir unter anderem 500 von diesen oder von den Kristallen. Ich weiß, sind das 500? Wir kriegen auf jeden Fall Kristalle. Kriegen wir 500? Menge Besitz 500 haben wir zwar im Besitz, aber wir kriegen von den Kristallen. Und wir kriegen hier ein Ei, was wir uns aussuchen können, in drei verschiedenen Farben. Und wir kriegen eine kristalline Aura für 5 Tage geschenkt. Das gab es tatsächlich kostenlos. Und das können wir hier einmal beanspruchen. Beanspruchen. Produkt erhalten. Ei beanspruchen. Die kristalline Aura werde ich noch nicht beanspruchen. Das lohnt sich gerade nicht, weil ich nicht wirklich zum Zocken komme, leider. Deswegen, das wäre jetzt sinnfrei. Aber wir haben hier das Ei. Und wir haben die Kristalle, müssen wir schon dazu bekommen haben, glaube ich. Und wir können jetzt hier, guck, hier beispielsweise das Gelbe. Ich würde, glaube ich, das Blaue nehmen. Chop, chop. Wir nehmen Blau. Chop, chop. Und damit haben wir speziell Eisausrüstung. Können wir den Begleiter auswählen. Die Frage ist, können wir dann auch Begleiter... Boah, wo war denn Begleiter? Reittiere, Begleiter. Chuchu. Chuchu. Und zwar, er kann weniger wie unser Häschen. Unser Häschen hat einen Zusatzeffekt, nämlich erhöht Grit um 10%. Das heißt, es wäre eigentlich sinnfrei, das hier zu nehmen. Ach gut, es hat sogar zwei kleine Beinchen, wie niedlich. Sonst kann es eigentlich das gleiche. Hat den gleichen Heileffekt da drauf. TP plus, also Trefferpunkte plus 5%. Aber wir haben hier tatsächlich sogar noch, dass wir noch einen Crit-Bonus haben. Dann lassen wir unseren Bunny da. 10% Grit sind 10% Grit. So, wir machen den Quest weiter. Welle des Ursprungs. Müsste ein Szenario, glaube ich, sein. Ja, steht zumindest da. Wir werden erstmal die Hauptquest weitermachen. Meister, geht es euch gut? Mir geht es bestens. Es ist alles bereit. Gut. Bevor dieser Knirps auf den Tod von Terra reagieren kann, wirst du unsere Streitkräfte bei Boria sammeln. Ah, so nah war er dran. So nah. Au. So, er hier ist ein bisschen schwerer, tatsächlich, aber jetzt. Es geht. Daneben. 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 So, das Schöne ist, ab und zu kommen die natürlich mal ins Taumeln. Und das war's. Oh, eine Halskette haben wir bekommen als Upgrade. Sehr nett, nehmen wir natürlich gerne mit. Dann haben wir hier noch mehr Blut. Haben wir hier... Mokokosamen gibt es hier nicht, okay. Die Essenz der Verwüstung hat unsere Quelle vergiftet. Es war überstürzt von mir, die Menschen zu beschuldigen. Leia sollte sich wieder normalisieren, sobald die Quelle gereinigt ist. Im Namen der Elementare, danke, dass du Leia gerettet hast. Ist die Quelle wiederhergestellt, werden wir dir helfen, so gut wir können. Ja, wir haben neue Freunde gewonnen. Sehr schön. Wie sind die Verwüstungsdämonen hineingekommen? Ohne deine Hilfe hätten wir sie nicht zurückdrängen können. Egal, in welcher Situation du dich befindest, wenn du die Hilfe der Wasserelementare benötigst, sind wir für dich da. Die Elementare werden uns mit Sicherheit helfen können. Ich muss sofort Pater Amel davon erzählen. Level up. Und eine Karte haben wir bekommen und TP-Tränke. Sehr nice. Und das Level up. Die haben wir schon. So, des Weiteren können wir noch einmal unsere... Nee, können wir im Moment nicht. Können wir irgendwie Blitzkugel ist eigentlich recht sinnfrei tatsächlich. Die Gravitation könnten wir rausnehmen. Können wir dafür unseren... Ja, können wir. Dann würde ich hier tatsächlich nochmal was rein. Die Gravitation nutze ich sehr selten. Wir setzen hier noch einen Punkt rein und machen das dafür noch ein bisschen stärker. Unsere Flutwelle, die bringt es tatsächlich ganz gut, muss man sagen. So, und dann war es das hier schon. Jetzt zur Nebelschlucht zurück. Würde fragen, können wir da jetzt einfach hinlaufen?
hier dann ein Mokoko-Samen, zufälligerweise, nachdem wir jetzt hier hin können? Ohne dass wir ins Szenario reinkommen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich könnte es mir vorstellen. Das Game ist so fies. So, wir müssen zurück. Wir könnten eigentlich, ja komm, wir reiten. Vielleicht finden wir noch einen Gegner auf dem Weg oder irgendwas anderes auf dem Weg. Wir reiten erstmal durch. Und vielleicht finden wir noch einen Samen oder irgendwas in der Richtung. Flamingos? Vater Flamingo? ETF? Piep, piep! Brustschutz haben wir bekommen. Prüfen. Ah, guck mal einer an. Junge Flamingo angreifen. Okay, wir müssen warten, bis sie wieder respawned sind. Können den Baum so lange fällen. Wobei, hier haben wir auch welche. Hat sich schon gelohnt, hier kurz vorbeizuschauen. Also es lohnt sich ab und zu mal in der Welt einfach so ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Und einfach sich mal ein bisschen umzugucken auch. Tschö. Feuer reicht im Moment mal nicht mehr. So, Quest haben wir abgeschlossen. Können wir hier gleich abgeben. Also es lohnt sich tatsächlich immer mal wieder so ein bisschen abseits der Wege sich zu orientieren. So, steht hier eine Wache rum. Ein Häschen. Die Flamingos. 350 und 1500 Silber immerhin. Und Güte plus 1 haben wir bekommen. Sehr schön. Lohnt sich. So, Nebenquest. Ich glaube, da kriegen wir wieder Gravuren. Ich bin so froh, den Poren helfen zu können. Was ist mit ihm los? Ich bin mir sicher, dass Terrain sich über diese Neuigkeit freuen würde. Mir geht es gut, ehrlich. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Ja gut, er hat ja auch gegen ihn gekämpft. Kurz. Pater Amel. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Oh, ist doch jemand besorgt. So, erstellte Terrain Bericht. So, sehr schön. Burg Lutera müssen wir zurück. Das ist sehr, sehr praktisch. Denn, was kostet uns das hinreißen? 90 Silber. Kein Thema. Wir kriegen jetzt mittlerweile über 1000 pro Quest, die wir machen. Und haben 1,5 Millionen im Moment auch. Aber übrigens Forschung fertig. Das heißt, die letzte Forschung, wenn wir allerdings die, ja, wir sind Stufe 9 im Moment mit unserer Insel. Wenn wir Stufe 10 sind, kriegen wir neues Zeug anscheinend freigeschalten. Mal gucken. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Hab ich. So, wir haben hier mehrere Quests, unter anderem da und natürlich bei Terrain müssen wir noch. Und wir können bei ihm auch wieder unseren Ruf natürlich steigern. Heute ist wieder ein anderer Tag. Das heißt, wir können uns wieder einschleimen bis zum geht nicht mehr. Das werden wir natürlich auch tun. Ein etwas größerer Teleport wäre ganz cool. Ich muss über einiges nachdenken. Hi, Meister. Was? Amel wurde verletzt? Und trotzdem will er bleiben? Wir freuen uns, dass wir dem Puräum helfen konnten. Es tut mir leid, dass ich so sehr auf dich angewiesen bin. Aber könntest du bitte Amel überzeugen, zur Burg zurückzukehren und sich behandeln zu lassen? Statte Juwelier Braid auf dem Weg nach draußen einen Besuch ab. Es ist nicht viel, aber ich habe eine Kleinigkeit für dich vorbereitet, die dich auf deiner Reise unterstützen wird. Die Antwort der Elementare müssen sehr gelitten haben. Ich werde Castleford sofort bitten, dem Puräum zu helfen. So, Moment, wir machen natürlich das hier gleich mal. Halt, Geschenk nicht. Aber Instrument spielen können wir. Kommen wir weiter? Nee, reicht nicht ganz, glaube ich. Wir kriegen 500 zusammen, 800 irgendwo so mal hier. Reicht leider nicht für die nächste Stufe, aber bald. Aber bald. So, sehr hübsch. Emote haben wir leider nur einen. Sehr schön, da sind wir auch bald, also morgen wahrscheinlich dann in der nächsten Stufe, wenn ich hin morgen zum Spielen komme und hierher komme vor allem auch. So, wir müssen da rüber. Begib dich zu Braid und nimm Tyrains Geschenk entgegen. Werden wir tun, also müsste hier drin eigentlich dann noch sein, oder? Ah, da hinten. Dann nehmen wir doch gerne und dankend an, würde ich sagen. Lagerwächter. Moin. Tiburäne haben beschlossen, die Hilfe der Menschen anzunehmen. Das war Scherichts Tagen ganz anders. Ich werde sofort alle Vorbereitungen treffen. Achso, das ist das hier.
Ah, hier müssen wir hin. So, Juwelier. Wir haben sowieso Steine ja bekommen. Ich weiß gar nicht, wo sind sie denn hier. Die können wir auch alle schleifen. Die haben wir ja bekommen, wo wir in der Instanz waren. Auf Schwierigkeitsgrad schwer haben wir die alle rausgezogen. So, wir reiten aber erstmal unten in Richtung der Bibliothek. Hier müssen wir auch noch Münzen eintauschen. Ich habe allerdings fast die Hoffnung, dass wann das Event noch läuft, das Event läuft noch 20 Tage oder so, dass ich dann vielleicht in 20 Tagen das Level 50 bin und mir noch ein bisschen mehr Punkte ausschlagen können. Und dann lohnt sich das Ganze ein bisschen mehr. Deswegen bin ich momentan noch am Warten. Wir haben ja 3000 Punkte geschenkt bekommen, aber da ist noch mehr drin, glaube ich. So, hi, hi, hi. Das ist die Bibliothek von Thermia. Ja, da will ich rein. Soll mal ein Büchlein abgeben. Ist das ein neues Buch? Bestell es dorthin. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, da in letzter Zeit immer weniger Leute Bücher verfassen. Bitte sag mir Bescheid, wenn du noch andere gut geschriebene Manuskripte findest. Gerne. Für 53 und 1000 nehme ich es doch hier gerne mit. Weisheit plus 2 wieder. Nice. Vor allem steigen wir halt auch in den Attributen. Wir hätten das hier. Bei denen können wir leider, glaube ich, nichts in Ruf machen, weil uns die Werte insgesamt fehlen. Wir können aber bei den anderen außerhalb, bei Toriga-Ebene, könnten wir Ruf steigern. Tatsächlich. Das könnten wir noch tun. Werden wir, glaube ich, auch tun. So, dann gehen wir einmal nach drüben. Das Ding haben wir schon aktiviert. Hier übrigens müssen irgendwo auch noch Mokoko-Samen rumfahren, irgendwo, aber ich weiß nicht wo im Moment. Ich habe zumindest so keinen gesehen hier. Aber normalerweise müsste es einiges sein. 8 Stück, oder? 10 Stück sogar. Nur die feinsten Waren. Nur die feinsten Waren. Wir brauchen... Nach unten müssen wir. Das ist immer falsch. Das ist der Gildenhain. In der Gilde sind wir immer noch beigetreten. Muss ich noch machen tatsächlich. Ist auch sehr sinnvoll, einer Gilde überhaupt beizutreten, da täglich zu spenden und so weiter und so fort. Weil man auch gute Belohnungen rauskriegt, habe ich tatsächlich ein bisschen sträflich vernachlässigt. Werden wir uns noch drum kümmern, habe im Moment einfach keine Lust dazu, tatsächlich. Und das Schöne ist bei dem Game, wenn du keine Lust dazu hast, lass es einfach. Willkommen in bereits funkelndem Juwelenladen. Ich habe diesen Orden direkt von seiner Majestät erhalten und ich hörte, sie soll für dich sein, Elonera. Ich schätze, es stimmt wohl. Hier hast du dein Geschenk von seiner Hoheit. Eine Elektrogranate. Schulterstück. Oh, 170er immerhin. Nett. Danke, Majestät. Vielen Dank. Und lies Terrains Brief. Das ist nichts, verglichen mit der Güte und Freundschaft, die du mir und Luterra entgegengebracht hast. Aber ich hoffe, du akzeptierst. Wäre da nicht mein Schicksal, würden wir sicher gemeinsam zu Abenteuern aufbrechen. Doch auch wenn wir nicht zusammen sind, werde ich die sterbliche Welt stets beschützen. Unsere Freundschaft wird überdauern, wie groß die Distanz zwischen uns auch sein mag. Alter Schleimer. So, wir können schleifen, und zwar die ja mal im Rucksack drin. Stein der Ausdauer, sind das alles die gleichen? Ne, sind wieder unterschiedliche. Ach, guck mal, hier irgendwas mit Blitz. Können wir mal ganz kurz reingucken. Adrenalin, das haben die alle, oder? Ne, nicht mal. Adrenalin hätten wir hier wieder drin. Dann haben wir Barrikade. 3 Schaden an Gegner, während sie Schutz aktiviert ist. Okay, haben wir noch gar nicht benutzt. Und wir können jetzt hier wieder dementsprechend unsere Talente ausüben. Indem wir jetzt sagen, hier, wir haben 75% Erfolgschance. Wir machen das hier rein. 65% Erfolgschance. Wir machen das rein. 55 würde ich noch reinsetzen. 65 wieder setzen wir rein. 55 setzen wir rein. 65 setzen wir rein. 55 setzen wir rein. 45 setzen wir rein. Na toll. 45. 35. Ja. Ernsthaft. Schleifen abgeschlossen. 5 Erfolge, kein zusätzlicher Effekt. Das war nix. 75. Äther-Tropfen. Meister des Hinterhalts. Setz mal rein. Ja, cool, direkt versagt. Mit 75%iger Chance. Hier 55. Ja, Treffer 1A. 45%. 55%. 65%. Toll, ernsthaft. Auch Treffer. Ich hab, ja, ich und Glück in Games. So, 4, kein zusätzlicher Erfolg. Hier haben wir eiserner Wille, 5% erlittener Schaden, wenn du gestorben, was? Wenn du gestochen wirst. Wenn du stirbst, wäre doof.
Blitzzorn. Deine Angriffe haben eine Chance von 6%, dir eine Blitzkugel zu gewähren. Diese Blitzkugel können nur einmal pro 4 Sekunden generiert werden, wenn 5 Blitzkugeln... Cool. Cool. Blitzzorn. Treffer, 55. Ja, 65 wieder. Ach komm, ernsthaft. Nein! Der lief nicht schlecht. 6, aber kein zusätzlicher Effekt. Und hier hätten wir bei 8 Mal. Alles klar? Wie sollst du das schaffen überhaupt? Adderräuber. 55. Versagt. Sehr schön. Sehr schön. Nein! Sehr schön. 55. Sehr schön. Ja gut, hier müssen wir jetzt durchziehen. Wie viel waren das? Das war der beste, oder? Auch nur 6. Nee, nicht mal. Schade. Eintauschen. Wir können jetzt hier die Dinger wieder dann zerlegen. Chatten, Facetten. Haben wir nichts mehr. Wir können jetzt aber... Sie glänzen wunderbar. Sie glänzen, sie glänzen. Wir haben momentan den hier mit Vitalität und Vitalität plus 90. Ich glaube, da haben wir Eiserne Wille, Ader 3, Blitzzorn, Ader 3. Meister, Blitzzorn ist eigentlich ganz cool, oder? Können wir hier mal... Gut, wir verlieren halt wirklich viel Vitalität. Okay, das können wir nicht machen. Wir verlieren so viel, zu dermaßen viel Vitalität. Aber den können wir zumindest mal aufheben, glaube ich. Und dadurch haben wir dann auch wieder ein bisschen was freigeschalten. Können wir Adrenalin, Erdertropfen... Ädertropfen dreimal. Gravuren müssen wir uns auch nochmal auseinandersetzen damit. Ich weiß grob, wie es funktioniert, aber bis jetzt habe ich noch zumindest die Rezepte nicht gelernt. Kartenkatalog haben wir wieder was dazu bekommen. Da habe ich ein bisschen geupgradet tatsächlich. Okay, als nächstes haben wir... Ja, wir werden uns einmal den Ruf holen. Und dann geht es weiter, sprich mit Seria. Seria ist... Okay, wieder zurück. Da, wo wir herkommen. Aber den Ruf nehmen wir schnell noch mit. Das geht recht zügig und tatsächlich, wenn wir da ein bisschen steigen noch, ist es nicht verkehrt. Vor allem mit dem Triporter kannst du ja einfach ganz schnell hin und her teleportieren. Hi. So, wir können Instrument spielen. No. Okay, bei dem... Was? Bei dem können wir schon mal nichts machen, aber ich glaube bei den anderen beiden. Da werden wir kurz reiten müssen. Was natürlich auch ganz cool ist, dass du hier Pflanzen ganz gut abbauen kannst. Ja, einmal raus, rüber. Lauf, Forest, lauf! Hier gibt es bestimmt auch irgendwelche Geheimkarten. So, hi! Instrument spielen. Ja, guck mal, bei ihm geht's vorwärts. Kommen wir sogar weiter, Stufe weiter. Freuen die Stufe 2 dann. Und wieso, um Gottes Willen, muss es eine Panflöte sein? So, reden... Ich bin überrascht, dass wir das können. So, freundlich Stufe 2. Sehr nice. Also, hat sich gelohnt. Dann nutzen wir schnell den Reporter, gehen nach hier unten. Die 15 Silber ist es wert. Und wir sollten dann auch bei... Wo ist denn das? Kommunikation. Ging das hier lang? Ja. Hallöchen, lassen Sie mich bitte durch. Danke. Cooler Wolf. Es gibt schon geile Reittiere. Das hier ist, glaube ich, das Gekaufte übrigens. Das kann man sich gegen echt Geld kaufen. So, Instrument spielen. Auch hier... Oh, auch hier geht's vorwärts. Freunde... Oh, Stufe 2 schon. Das heißt, wir sind bei ihr dann gleich Stufe 3. Und kichern. 800 Punkte brauchen wir als nächstes. So, da müssen wir mal ganz kurz reingucken, wo war das? Abenteuer Beziehungen. Und zwar Ost-Lutera. Ab befreundet. Okay. Wie weit geht das? Wie weit gehen die Stufen hoch? Ich meine, wir sind jetzt bei ihm hier. Bei ihr jetzt freundlich Stufe 3. Ist das nächste dann bereits hier die
befreundet? Oder wie viele Stufen gibt es? Das wäre mal die Frage. Noch weiß ich es nicht. So, dann können wir uns... Moment, teleportieren. 75 Silber, das ist kein Thema. Bevor wir 5 Stunden durch die Gegend reiten. In die Festung will ich auch noch gerne gucken. Da sind wir ja, wie gesagt, weiter. Wenn ich Glück habe, sind wir tatsächlich Stufe 10 dann auch. Und können neues Zeug erfinden im Labor. Was ganz cool wäre. Weil ich bin eigentlich durch mit allem. Was tatsächlich. Sollen wir nur tun? Oh je. Ich bin nur da. Was sollen wir nur tun? Pater Amel ist plötzlich verschwunden. Ein seltsamer Riss hat sich aufgetan und die Soldaten beschlossen, durchzugehen. Ich habe versucht, Pater Amel aufzuhalten. Ich habe ihn nur kurz aus den Augen gelassen und er ist verschwunden. Tapfere Ritter. Bitte findet Pater Amel. Ritterin, bitte finde Pater Amel. Ja, toll. Und jetzt? Folge Amel, Zeuge, Zeuge. Ah, okay. Wollte gerade sagen, ein paar mehr Hinweise wären ganz cool gewesen. Ein Riss, der sich aufgetan hat, Ende. So finden wir das nicht. Ach, deswegen stehen hier Soldaten rum, okay. Er ist da lang. Er sah nicht gut aus. Ab und zu denkst du, hier kommst du, hier ist ein Weg, allen drum und dran, läufst gegen eine Alpha-Wand. Ab und zu ist es strange. Pater Amel? Amel? Oh, wir haben ein Gebietsquest. Tschö! Diesen Soldat. Wir sollen die töten einfach nur. Ist das eine Flasche oder ein Mokokosamen, der da rumsteht? Ah, eine Goldmünze. Hier stand doch gerade irgendwas rum, oder? Seltsam. 6 von 8. Sehr schön. Wieder ein paar Tränke dazu gekriegt. Ding lebt noch. Komm, ciao. Was würdet ihr nur ohne mich tun, hä? Ah, guck mal, da ist der nächste Gegner. Goldgegner heißen die, glaube ich. Was ist denn hier los? Hier ist ja voll die Party. Haben wir ein Upgrade? Ein Stein. Oh, immerhin wieder ein Stein der Ausdauer bekommen. Das sind auch wieder die Gegner. Hier geht's echt voll ab. So, Arborbaum. Hier müssen wir uns noch umsehen. Wir müssen aber erstmal nach da hinten. Aber hier stehen auch die Bäume rum. Ihr wisst, wie ungern ich Zeug stehen lasse. So, ein Zeugen haben wir noch. Stufenaufstieg. Sehr nice. 11, glaube ich, mittlerweile. Also da kommen wir echt richtig gut vorwärts. Wenn es nur bei den anderen auch so wäre. Hallo? Fell das Ding. So, dann nach da hinten und dann geht's da weiter. 120 Gold. Ich habe ein bisschen Gold jetzt wieder eingebüßt übrigens, weil ich eben im Labor recht viel gemacht habe in letzter Zeit. Deswegen da wieder ein bisschen weniger gekriegt. So, einmal bitte aufsitzen. Die zünden ja alles an. Ist das gut so? Ein Häschen? Hi. Ja, er ist auf dem Weg zu den Dämonen. Kommen wir dann schon weiter? Ich glaube, ja. Ich würde eigentlich gerne noch nach da hinten gucken. Nach hier. Okay. Das ist schlecht. Das Chaosportal soll auf der Insel des Abschieds auf der anderen Seite der Brücke liegen. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten, aber nichtsdestotrotz ist Pater Amel jetzt auf dem Weg dorthin. Ritterin, würdest du vorausgehen und Pater Amel helfen? Wir folgen dir, sobald das Gebiet sicher ist. Ihr geht gerade mit wehenden Fahnen unter, Freunde. Ah, ist wieder ein Szenario. Okay. Ganz kurz. So, da ist nichts. Ein Bäumchen noch, dann nehmen wir schnell das Bäumchen noch mit. Ich würde nämlich sagen, wir machen das in der nächsten Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns das neue Szenario dann an. Und werden dann in der Quest erstmal wieder weiterkommen. Wir sind jetzt schon Stufe 37, ein Viertel ungefähr. Also, ja, wir kommen vorwärts.
13 Stufen noch, dann sind wir 50, dann haben wir es so langsam. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen für diese Folge. Etwas kürzer die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die soll dann wieder normale Länge haben. Ciao, ciao. Macht es gut soweit.